das Festival aus den Fugen ist sicher kein gewöhnliches Festival. Es ist inspiriert von diesem Gefühl, das wir wahrscheinlich alle kennen. Also irgendwie dieser Eindruck, die Welt verändert sich so schnell, überall Entwicklungen in jedem Lebensbereich. Irgendwie ist das aus den Fugen. So einmal präsentieren wir natürlich Künstlerinnen und Künstler, deren Projekte der Musik sich auf gesellschaftsrelevante Themen beziehen. Der zweite Schwerpunkt, das sind einfach unerhörte Werke. Also unerhört, weil sie die Hörgewohnheiten ihrer jeweiligen Zeit gesprengt haben. Der dritte Schwerpunkt, ja, da heben wir einfach mal das Konzert selbst aus den Angeln. Entweder sind es die Konzeptkonzerte made by Konzerthaus Berlin, die es wirklich nur so wie bei uns gibt. Oder es sind Projekte von den Künstlerinnen und Künstlern, die sie das erste Mal in Berlin präsentieren. Das ist zum einen Jean Rondeau mit seinem neuen Projekt. Und er spielt nicht Cembalo, sondern Klavier. Und das andere ist Fatoumata Diawara, die Singer-Songwriterin aus Mali. Die präsentiert das erste Mal in Berlin ihr Projekt Maliba. Oder es sind sogar Konzerte und Projekte, die eine Weltpremiere bei uns haben. Also ich denke da zum Beispiel an das Album-Release-Konzert von der Techno-Marching-Band Meute. Wir lassen ja das klassische Konzert absichtlich aus den Fugen geraten. Und ja, da ist es natürlich klar, dass wir erstmal die Stühle aus unserem großen Saal rausräumen. Dann haben wir ganz viel Platz und wir stellen da jede Menge mit an. Also erstmal gibt es verschiedene Konzerte, bei denen man dann auch einfach im Parkett mal tanzen kann. Ist, glaube ich, auch eine gute Botschaft nach den vielen Corona-Wintern, die wir schon hatten, dass wir einfach mal tanzen zu der Musik, die es gibt. Jedes Projekt ist einzigartig und ich hoffe einfach, dass da jeder das raussucht, was ihn oder sie am meisten interessiert.